Erbarmungslose Hitze, klirrende Kälte, hartes Gelände und Highspeed auf der Rennstrecke. Der Lamborghini Urus soll angeblich auf jedem Terrain punkten. Das erste Super-SUV der Welt. Ist dieses Auto wirklich die perfekte Allzweckwaffe? So, servus Leute. Also pass auf, ich habe was mitgebracht, und zwar die Lamborghini Urus. Und wir wollen rausfinden, ob er wirklich ein, jetzt festhalten, SSUV ist. Also ein Super-Sport-Utility-Vehicle. Die Jungs von Lamborghini versprechen ohne Ende. Und zwar, er soll super im Gelände sein, er soll normal auf der Landstraße fahren und auf der Rennstrecke perfekt performen. Und jetzt kommt's. Er soll der schnellste 0-100 sein. Und zwar 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Und das werden wir jetzt testen. Also, darunter geht's. Ziemlich schmal. Also, Launch Control aktiviert. Und los geht's. Okay, nur 120. Also, ich wollte eigentlich bei 100 was sagen, doch für den Moment war mein Hirn irgendwo auf der Rücksitzbank. Der Urus beschleunigt schneller als ein Porsche 911 Carrera 4S. Mit 305 km/h Topspeed löst er den Bentley Bentayga als schnellstes SUV der Welt ab. Der wilde Stier in Zahlen, 650 PS. In 3,6 Sekunden geht es von 0 auf Tempo 100. Basispreis satte 204.000 Euro. Ich muss ehrlich zugeben, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn nicht schön. Weil es war so ein zusammengesetztes Auto. Oben irgendwie so Aventador und unten möchte gerne Sports Utility Vehicle. Aber wenn eine Firma wildes Design machen darf und auch so eine Verschmelzung von verschiedenen Formen, dann ist es Lamborghini. Andere Hersteller müssen halt immer so ein bisschen ihrer Designsprache treu bleiben. Probefahrt der Superlative in Bella Italia. Kann ein Auto die Konkurrenz wirklich in drei Disziplinen in die Schranken weisen? Das ist schon eine ganz schöne freche Aussage, dass er wirklich alles so gut machen kann. Oder können soll. Wir cruisen jetzt, das Fahrwerk ist auch weich. Das Auto ist auch nicht so super laut. Es geht. Aber geht da nicht mehr? JP wechselt vom ruhigen Straßen in den krawalligen Corsa-Modus. Boah, ist das laut. Boah, ist das laut. What? Das gibt's doch nicht. Ja, pff. Also, das ist auf jeden Fall das Lautste, was ich bis jetzt so gehört habe in dem SUV. Das ist Serie, Leute. Das ist so gekauft aus dem Laden. Also hier braucht man keine Sportabgasanlage dran bauen. Ich merke schon, Corsa-Modus ist schon so mein Ding. Kameramann findet es auch gut, ne? Und wie ist das Bild? Deine Lampe ist hier oben gar nicht fest, Schatzi, oder? Die war bis eben fest. War die fest? Corsa gemacht hast. Bis ich Guck, dann gehe ich für dich zurück. Boah, ist das krass. Hör mal. Leise. Ist das Hammer? Hörst du das? Der Urus kann also auch leise. Undercover ist man trotzdem nie. Das Design ist extrem auffällig. So, ich würde vorschlagen, wir nehmen uns mal einen Moment und gucken uns den Urus mal von außen an. Weil so normal sieht er ja nicht aus. Es ist ja schon eine neue Art von SUV. Weil erstmal Lamborghini steht für nur Sportwagen. Der Urus macht, typisch Lamborghini, auf extrem dicke Hose. Außen scharfe Ecken und Kanten. Unter der Haube ein dicker 4 Liter V8 Biturbo mit 650 PS. Innen sitzt man in einem Kampfjet. Mehrere Displays zeigen Infotainment, Komfortfeatures und die Instrumente an. Und dann wieder der Name, also Urus. Also maskuliner geht's gar nicht. Ich meine, SUV heißt Urus. Und du? Ich fahre ein ML. Urus ist schon ein Wort. Er guckt üblich schlecht gelaunt rein. Das tut er wirklich. Aber dann muss er eine gewisse Bauhöhe erreichen. Und das machen die, indem die einfach so riesengroße Gitter machen. Mit riesengroßen Ladeluftkühlern, die nebenbei keine Gitter haben. Was auf lange Sicht, glaube ich, für die Qualität nicht wirklich gut ist, weil der Steinschlag ist ziemlich stark auf so offene Ladeluftkühler. Benannt nach einem Kampfstier ist der Urus eine Kampfansage an die Konkurrenz. Er ist der flachste in seiner Klasse. Er ist der schnellste in seiner Klasse. Er ist aber nicht der teuerste in seiner Klasse. Das sind wirklich alles Sachen, wo
Lamborghini schon versucht, einen neuen Begriff zu erfinden, weil dieses SSUV, wo ich es gelesen habe, das ist schon ein ganz lustiger Begriff, weil da bin ich noch nie drauf gekommen, weil Supersportwagen gibt es ja auch. Es gibt ja Sportwagen und Supersportwagen. Und warum nicht auch ein Super Sports Utility Vehicle? Die Idee ist nicht ganz neu. 1986 baut Lamborghini den LM002. Die Mischung aus Supersportler und Geländewagen ist derzeit jedoch weit voraus und wird ein grandioser Flop. Es ist ja ganz oft in der Geschichte des Autobaus gewesen, dass irgendein Hersteller was probiert und man lacht ihn dann aus. Weil in den 80er Jahren für den LM002 hat man Lamborghini ausgelacht. Ja, man hat sich gedacht, was soll das denn? Den Motor aus dem Countach in den Geländewagen, das kauft doch keiner. 2018 schon. Wer heute bestellt, muss 2 Jahre warten, bis der Urus in der eigenen Garage steht. Doch mit einem Kaufpreis von über 200.000 Euro ist er für 99,9% der Menschen ohnehin unerreichbar. Das ändert JP jetzt. Wer will mal ins Super-SUV schnuppern? So, sollen wir mal ein paar Meinungen hier reinholen. Okay. Hä? Hä? Echt cool. Nur zu. Ich halte dein Eis. Die Italiener haben einen schweren Fuß. Also der Kurt hat jetzt gerade mal kurz auf dem Gas gestanden. Also nicht getreten, sondern er stand auf dem Gaspedal. Also. Ist das ein Auto, in dem er mit der Familie sonntags zum Strand fährt? Genug Platz ist ja da. Nein, ich denke nicht. Das ist ein Schlitten für den Sunset Boulevard in Los Angeles. Oder für andere coole Orte. Ich sehe da eigentlich nicht meine Familie mit den Kindern drin. So, also ich würde sagen, hier auf dem Marktplatz in Vallelunga haben wir so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Die Leute mögen das Auto, bis jetzt gar keine negativen Nachrichten, alle finden es gut und sie nehmen es auch wahr als Lamborghini. Die 650 Pferde kann JP auf öffentlichen Straßen nicht von alleine lassen. Der gehört auf die Rennstrecke. Lambo verspricht es ja, er soll es können. Also los geht's. Das Autodromo Vallelunga. Ein 4 Kilometer langer High-Speed-Track, auf dem sonst Formel-1-Teams testen. Performt der Urus hier wirklich wie ein echter Supersportler? Auf der Landstraße kriegt man nicht wirklich mit, was so ein Auto kann. Jetzt hier in Vallelunga spürst du 1:1, was die Jungs bei Lambo gemeint haben. Jetzt merkt man auch die 650 PS. Man merkt die 850 Newtonmeter vor allen Dingen. Es fühlt sich nicht an wie ein SUV, das fühlt sich eher an wie ein Lambo. Es ist ein echter Lambo. Beim Performance-Test fährt JP einen Urus in edlem Rot. Mit 2,2 Tonnen ist der Lambo natürlich kein Fliegengewicht. Gibt es dafür Abzüge im Fahrverhalten? Was wirklich toll zu spüren ist, dass das Bremsfeedback sehr gut ist. Und zwar habe ich jetzt gerade eine Bremsung gehabt, wo ich ein bisschen die Bremsung verstellen muss. Ich war schon im Bremsmanöver und habe dann noch mal nachlegen müssen. Und da ist es normalerweise so, dass das Auto dann ins Nichts geht. Aber wenn ich jetzt hart bremse und bremse härter, dann geht das Auto in noch mal eine Steigerung der Bremsverzögerung, die ich so nicht kenne. Klar, der Fahrzeugschwerpunkt liegt deutlich höher als bei klassischen Supersportlern. Wie wirkt sich das auf die Fahrdynamik aus? Was wirklich extrem ist, ist, wie das Auto mit dem Gewicht umgeht. Es sind trotzdem 2200 Kilo. Aber wenn ich jetzt so reinsteige, null merke. Auch wenn ich hier durchgehe. Ich hoffe, das spürt man ein bisschen. Ich kann das Auto wirklich im Scheitelpunkt so ein bisschen bewegen. Und das gab es vorher in einem SUV so nicht. Der Extremtest. Wie sportlich kann ein SUV sein? Bremspunkt haben wir weit hinter uns. Wir bremsen also viel, viel später als gedacht ist. Fahren hier rein, Curbs ein bisschen mitnehmen und schmeißen den wirklich hier so rein. Also er will nicht mit dem Heck kommen, dafür ist das Auto einfach zu klug. Er lässt es nicht zu, aber driften muss ja auch nicht immer sein. Mit dem SUV driften wir ja auch zu schön. Das können die in der nächsten Variante machen. JP geht mit dem Urus ans absolute Limit. Kann das Super-SUV auf der Rennstrecke abliefern? Aber ihr seht, ich habe meinen Spaß. Also ich habe wirklich Spaß in dem Auto. Ich habe schon damit gerechnet, dass der Urus ein sehr, sehr fahraktives, tolles Auto sein wird. Ein Paket zwischen Straße und Rennstrecke. Wahnsinn. Und jetzt, ich meine, wir werden gleich auf die Offroad-Strecke gehen. Und wenn er das auch noch kann, dann ist das wirklich ein Wort. Eine Disziplin, die der gemeine SUV-Fahrer tunlichst meidet. Erst recht mit einem 200.000 Euro Boliden. Vollgas Offroad fahren.
Als Aufpasser ist Instruktor Mario dabei. Drive-Modus Terra, der ist für Schotterpisten. Brauchen wir es? Die Active Suspension setzt das Auto 4 cm höher. Okay. Jetzt kannst du entscheiden, manuell oder Automatik. Handschaltung ist mir lieber. Ich schieb's vor. Okay. Im Gelände gibt es drei Fahrstufen für glatten Untergrund, Vor- oder Sand. JP ist im Rallye-Modus und prügelt wie von der Tarantel gestochen über dem Schotter. Es fühlt sich alles so ein bisschen ernster an als ein normaler Spaß-SUV. Also Leute, es ist so viel Drehmoment da. Ich komme zur Kurve raus, denke so, zweiter Gang wäre gut. Du nimmst den dritten Gang und E7, selbst im dritten Gang, merkst du, wie der V8 Luft holt, die Lader pumpen und dann haut das Ding aus der Kurve raus. Der Urus tritt serienmäßig mit Allradantrieb und Hinterachslenkung an. JP kennt keine Gnade und geht, wie auf der Rennstrecke, ans Limit. Man glaubt es eigentlich nicht, dass es dasselbe Auto ist. Weil wir fahren jetzt hier quer wie die Wilden, auf losem Untergrund, auf Schotter. Und gerade war es dasselbe Auto. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen busy hier mit dem Reden. Weil das Offroad-Fahren ist auf jeden Fall anspruchsvoller als auf der Rennstrecke. Weil man merkt einfach, man hat einen 650 PS V8 Biturbo-Motor, der wirklich nach vorne will, Leute. Also ich sag's euch. Und das ist im Offroad eine Sache, die nicht normal ist. Weil normalerweise fährst du im Offroad so 300 PS und dann bist du eigentlich schon gut dabei. Wir fahren hier mehr als die doppelte Leistung mit einem Traktionsniveau, was wirklich beeindruckend ist. Wahnsinn. Straße, Rennstrecke, Offroad. JP hat das wohl krasseste SUV der Welt dem Extremtest unterzogen und ist begeistert. Jetzt sitzen wir in so einem Auto drin, was ja irgendwie alles kann. Es ist ja erschreckend. Wir können über 300 km/h auf der Autobahn fahren. Wir können auf der Rennstrecke wirklich echte Sportwagen jagen. Wir gehen in deutlich unter 4 Sekunden auf 100 km/h. Jetzt sind wir auch noch im Offroad-Gelände. Und das Auto fährt im Offroad-Gelände wirklich fantastisch gut. Ist der Urus JP checked? Ich würde sagen, ganz klar, ja. Rennstrecke gut, Offroad gut und auch noch komfortabel. Somit ganz klar, Siegel verdient, er ist JP checked.